Ist Clash of Clans wirklich ein Spiel, wo sich immer alles wiederholt? Also alles kommt immer mal wieder genauso, wie es erscheint und irgendwo so auch so ein bisschen langweilig vorkommt? Das klären wir mal in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Natürlich mit mir, dem Thorsten. Oder ihr könnt mich auch Chefkoch nennen. Das ist euch gleichgestellt. Aber ist es immer das Gleiche? Ja, der Frage gehe ich schon ein bisschen länger nach, ob es immer das Gleiche ist. Ich habe ja schon wirklich viel gespielt in meinen 30 Jahren, die ich so rumspiele. Und habe aber jetzt auch in den letzten Jahren natürlich vermehrt Clash of Clans gespielt. Aber ist es wirklich immer das Gleiche? Nein, ich glaube, es ist nicht immer das Gleiche. Ich glaube, du kannst nicht über ein Spiel eine Schablone legen und es ist dann immer das Gleiche, du machst immer das Gleiche. Manches macht man nämlich hier anders, als dass man es immer so gewohnt war. Ihr wisst, wenn ich ein neues Dorf habe und der Chefkoch hier ist frisch Rathaus 10, dann nehme ich ganz gerne, wie heißt es immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Also erstmal würde ich sagen, macht man Das ist nur meine bescheidene Meinung nach. Armeelager. Wir machen Armeelager, denn wir wollen möglichst schnell 240 Truppen haben und wir machen Helden. Wir wollen nämlich möglichst schnell unsere Helden abhaben. Das ändert sich tatsächlich nicht. Das ist bei mir sehr langweilig, aber ihr müsst natürlich nicht so sein. Und wir fangen aber jetzt trotzdem mal an, denn ich habe hier auch ein bisschen Not. Das, was ich nicht habe, habe ich gesehen. Einen Hammer habe ich, aber ich habe gar keinen Baubuch. Ich habe nur Bauhämmer. Und trotzdem würde ich ganz gerne mit dem Bauhammer was anderes machen. Ich lasse die Lager diesmal laufen, weil ich keinen Hammer habe. Ich meine, klar habe ich einen Hammer, aber vielleicht gibt es ja hier einen Hammer. Hier gibt es einen Hammer. Oh, es gibt hier einen Hammer. Sehr cool, es gibt ja einen Hammer, den nehmen wir auch mit. Obwohl ich natürlich sagen muss, wir könnten auch die Goldrune ausgeben. Ne? Ja, wir könnten auch die Goldrune ausgeben, die wir jetzt haben. Und wir haben ja ziemlich viel Gold. Eieiei, da ist mir schon wieder im Zwiespalt. Hammer. Ne, wir nehmen mal hier die Rune. Aber ich könnte die andere Rune eigentlich vielleicht im Nachtdorf einsetzen. Ihr seht, dem Ganzen sind echt keine Grenzen gesetzt und nicht jedes oder jede Runde Clash of Clans hier bei mir ist gleich. Also ich kann nicht sagen, das habe ich genauso gemacht wie im anderen Dorf. Oder habe ich ähnlich gemacht. Ich habe das schon so ein bisschen individuell gemacht. Klar habe ich so ein bisschen meine Vorstellung. Was kannst du machen? Wie können wir jetzt die Rune hier sinnvoll ausgeben? Klar, wir können hier Mauern machen. Damit können wir hier wenigstens, wir machen mal so eine Mauer, dann geben wir mal ein bisschen mehr aus und nehmen jetzt einfach die Rune. Dann kriegen wir noch eine Rune aus und passt, dann ist sie nicht ganz vergeudet. Und ich gebe nicht alles ganz in Gems aus. Also nehmen wir die mal und bauen hier was richtig Dickes. Doppelkanone, Giant-Kanone, ich würde sagen, wir nehmen mal die Doppelkanone hier mit 2-2, also 2 Tage und damit können wir dann hier hinten auch schon wieder vorgehen. Auch hier gehe ich ganz anders vor, ihr seht, jetzt könnte ich die Rune nehmen, aber da oben wird schon wieder schwierig. Ihr wolltet alle ein Heldenbuch haben, ich konnte euch leider auch keins beschaffen, sondern mit dunklem, mit Mauerringen, ich habe genug mit Forschungstränken oder mit Bautränken. Und im Moment habe ich natürlich alles pickepacke voll. Ich habe aber auch noch ein paar Tage Zeit. Nur, man muss hier ja alles auf einmal nehmen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal nur das Buch. Geht nicht, ich muss alle nehmen. Das ist eigentlich ein bisschen doof. Das wünsche ich mir so ein bisschen als Verbesserung, dass man sagen kann, ich habe Zeit, in den 6 Tagen mir hier die Tiers Stück für Stück rauszuholen, weil ich im Moment nichts anderes gebrauchen kann, außer dieses Buch. Das ist eigentlich ein bisschen hinderlich an der ganzen Sache. Na egal, wir fangen trotzdem mal eben an zu bauen. Und was wir natürlich immer ganz gerne machen, sind Mauern. Ich muss mal eben gucken, ich mache das ja immer ganz, ganz billig. Ich nehme mal hier so ein bisschen die Sachen hier so raus, denn ich flansche immer ganz billig ja die Mauern hier an. Auch das ist immer ein bisschen anders bei mir, Defenses. Und hier sind die Mauern. Wo will er die hinmachen? Okay, da so richtig in so ein freies Stück rein, aber da mache ich die nie hin. Ich mache die einfach immer hier so ein bisschen hin, denn meine Bases sollen sich nicht großartig verändern. Da bin ich immer sehr eigen und sehr faul. So, dann geht es hier weiter. Und dann haben wir jetzt schon so ein paar hier ausgegeben an der Stelle. Oh, da kann noch einer ran. Na, doof. Da könnte er jetzt auch anbauen. Mit anderen Mauern macht er das ja auch. Da könnte er anbauen, aber wir bauen jetzt da noch eine hin. Okay. Und dann machen wir halt hier hinten die Mauerreihe weiter. Denn auch dort haben wir... Das ist
Ich weiß, es ist ein bisschen komisch. Das Lager muss erstmal raus hier und ich glaube, dieses hier, na, das muss nicht raus, das muss nicht raus. Also es ist nicht immer das Gleiche, Leute. Bei mir sowieso nicht. Die Fenster mauern und dann bauen wir die hier mal hin, so wie es eben geht. Oh, es ging gar nicht mehr. Okay, ich habe gar nicht mehr. Ich muss jetzt Rathaus 11 werden. Alles klar, dann muss ich das Mauernstück da hinten da nachher ein bisschen ordentlicher basteln, sehe ich gerade. Da haben wir jetzt noch nicht so viel ausgegeben, was hier das neue Rathaus angeht. Aber die Inferno-Türme, ich glaube, die sind nie billiger geworden, oder? Weiß ich gar nicht. Ich könnte mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die billiger geworden sind oder eher nicht. Aber ich denke mal, so ein Kanönchen hier, das können wir rausballern. 10 Sekunden. Und ich nehme sonst immer erst den Bombenturm. Aber heute nehme ich erstmal den Bogenschützenturm hier, das Klappergestell. So. Da ist der erste Bauarbeiter auch schon fertig. Ja, und ihr seht, ich gebe jetzt schon richtig was aus hier. Es läuft wieder beim Toti. Defenses, die laufen jetzt allerdings ein bisschen zu lange. Allerdings, die Fallen können wir direkt raushauen. Und die integriere ich hier auch gleich in meine Base. Denn es macht erstmal keinen Sinn. Ah, ne, nicht Decorations. Es macht erstmal keinen Sinn, das Rad hier jetzt neu zu erfinden. Einen da. Es gibt ja, glaube ich, nur einen pro. Und hier kriegen wir auch nur eine da. Eine dazu und jetzt noch die Riesenbombe, die ist ganz, ganz wichtig, dass wir die bekommen da oben. So, dann haben wir die auch schon mal raus. Also, so kann man es ja machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir hauen hier den ersten Inferno-Turm raus. Ich bin ja einer, der immer maxt, beziehungsweise der immer alles vor allen Dingen baut. Und ich baue aber heute mal nicht mit den Inferno-Türmen, sondern wir nehmen den Bombenturm und den X-Bogen, oder? Wir nehmen mal den Bombenturm. Wir nehmen den Bombenturm für einen Tag, denn ich will ja auch noch ein bisschen was anderes schaffen heute. Und wir nehmen den X-Bogen hier raus. Defenses einmal den X-Bogen. Auch gemacht. Oh, wunderbar. Jetzt haben wir noch wieder ein bisschen was an Gold hier reingekriegt aus unseren Minen und Sammlern. Und ich habe auch noch die, ja, ihr seht das, ich habe auch noch die gesamte Clanburg hier, die ich collecten kann später. Aber die anderen beiden Bauarbeiter schicke ich jetzt auf die Armeelager, beziehungsweise wir wollen uns ein Teil machen wir uns gerade direkt fertig mit dem Hammer. Denn das ist die Clanburg. Angriff geht von Verteidigung. Die will ich unbedingt haben. Also die 6 Tage hier hämmern wir uns hoch, damit kann ich nämlich eine Karre mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig für den Rathaus-Szene auch. Und jetzt können wir eigentlich ganz locker die Armeelager anstoßen hier. Die laufen auch nicht wirklich lange, Leute. 4 Tage. Ich glaube, so lange bin ich nicht mal mehr in diesem Account hier drin. Und ich nehme mal eben die Mauer hier raus, pack die mal dahin. Dann machen wir hier schon mal so eine Mauerreihe, dass wir eben mal so ein bisschen Gold ausgeben. Denn wir haben ja noch reichlich hier in der Schatzkammer drin, die nehme ich auch mal raus. Dann mache ich hier auch noch mal so eine Mauerreihe schon mal auf eine ordentliche Farbe. So. Und vielleicht hauen wir uns dann ja doch die Infernos in einem Tag hoch, beziehungsweise in 2 Tagen. Aber ich habe jetzt noch 2 Bauarbeiter. Ich habe auch noch ein Buch und ich habe noch Dunkles. Das Dunkle wollen wir auch ausgeben. Wir leveln eben mal unsere Queen für 98.000. Ja, für 98.000 nehmen wir die Queen. Mit dem Heldenbuch hier raus, denn ich kriege hoffentlich aus dem Pass noch eins raus. 32, zack. Und schon haben wir unsere Queen auch hoch. Alter, das läuft. Bei mir läuft's. Naja, nicht immer. Wir müssen noch ein paar andere Sachen hoch haben. Die Schüssel ist ganz, ganz wichtig. 3, 2. Können wir aber gar nicht mehr machen. Aber ich würde sagen, Armeelager läuft in jedem Fall. Da lassen wir eins laufen. Aber nee, wir haben ja schon eins am Laufen. Okay, 4, 4, 8, 12, 16 Tage haben wir die Armeelager fertig. Und die Zauberfabrik hier würde ich auch machen. Die lassen wir erstmal laufen, die Zauberfabrik. Pass mal auf, wir lassen die Zauberfabrik eben mal laufen. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier im Pass eigentlich rausholen können. Ob schon ein bisschen mehr ist. Es ist noch nicht mehr. Wieso kann ich denn? Ach so, ja, okay. Ich kann das Dunkle gar nicht aufnehmen. Sehe ich gerade. Ah, jetzt können wir es aufnehmen. Das hier. Das hier. Das hier. Gems sind immer gut. Okay, von den Tränken her. Forschungstrank kann ich noch nicht machen. Den Ressourcenboost haben wir morgen für ein Gem. Da mache ich das lieber so und nehme lieber noch mal ein bisschen Dunkles mit, damit ich jetzt das Baubuch fertig habe, beziehungsweise damit ich jetzt hier die Zauberschüssel fertig machen kann. Okay, damit wir aber leveln müssen, Alter, die Folge zieht sich schon wieder, damit wir aber leveln können, müssen wir auch das Labor hochballern.
3 Tage, okay, ein Bauarbeiter und dann haben wir gleich noch einen Bauarbeiter hier, irgendwo frei, 7 Mille, da muss ich mal gucken, was wir machen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Angriff, hier geht ja gar nicht, dass ich hier nichts tue hier und okay, hier unten kann ich jetzt noch nicht wechseln, weil ich noch keine Karre jetzt neu angefordert habe. Sollen wir gerade eine Karre fordern? Einmal schon mal mit Karre angreifen, wäre ja nicht schlecht, ne? Wäre nicht schlecht, aber wir können auch ohne Karre was machen. Wir können auch ohne Karre was machen. Oh, huhuhu. Schnitt. Toll, anderes Dorf. Naja, okay. Da war ich wohl auf meinem anderen Tablet auch noch hier drauf. Und da muss ich eben mal auf einen anderen Charakter im anderen Dorf springen. Okay, ja, jetzt kann ich wieder reloaden, alles klar. Da war ich wohl schon auf einem anderen Tablet mit dem Account drauf. Und wird jetzt auch dann angreifen. Okay, hier sind wir noch im Clankrieg. Schwierig, schwierig. Jetzt kann ich hier aber immerhin das Ding schon mal collecten hier und kann jetzt angreifen. Also Clash of Clans ist auf jeden Fall, ja, wir nehmen den Elfer mal mit hier, der ist nicht so gut. Clash of Clans ist auf jeden Fall nicht immer das Gleiche. Ich meine, in anderen Spielen, Leute, egal ob das Rollenspiel ist, FIFA ist oder was auch immer, da wiederholen sich auch viele Sachen. Also auch in Spielen, wo du eigentlich einen Charakter von 0 auf 100 ziehst, machst du ja etwas und dann nimmst du den nächsten Charakter und machst eigentlich das Gleiche, wenn nicht dort das Spiel eine Trennung drin hat von Rassen und Klassen und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Also auch hier macht man eigentlich immer das Gleiche, aber man macht es vielleicht auch ein bisschen anders. Aber den hier nehmen wir mal mit einem, was habe ich denn am Start? Go Vibe. Perfekt. Und ich geize ja nie mit Mauerbrechern. Toto geizt nie mit Mauerbrechern. Nein, das mache ich nie. Okay, da ist schon mal eine Bombe. 1, 2, 3, 4. Was habe ich in der Klönburg? Okay, da habe ich Bogies drin. Das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Aber hier können jetzt schon mal meine Packies mit rein. Helden mit rein, habe ich gesagt. Und auch die Loons hier raus. So. Kein Sprungzauber dabei, das ist nicht so schlimm. Wir nehmen hier die Erdbeben. Ich muss jetzt wirklich tief drüber nachdenken, warum habe ich Erdbebenzauber dabei? Ich muss echt tief drüber nachdenken, warum habe ich Erdbebenzauber dabei? So, den können wir mal hier mitfliegen lassen. Und, oh, der Single Inferno, der, ist das ein Single? Ah, nee, das ist ein Multi. Ah, doch, da ist doch ein Single noch mit dabei. Okay, das wird jetzt aber sicherlich da mein King ganz hart erwischen. Oh, die Loons sind ganz gut dabei. Außen lassen wir mal noch 2 Magier mitlaufen. 5 Bogenschützinnen, wenn ich sie denn ausgewählt bekomme. Ich bekomme sie ausgewählt, wunderbar. Und dann haben wir den so ein bisschen erleichtert. Nicht ganz so viel, aber wir sind ja auch noch Rathaus 9. Ne? 220 Truppen, alles noch nicht maxed. Und er war arm und brauchte den Loot. Außen liegen, oh, guckt euch das an, da außen liegen 300.000 Gold. Einmal 300.000 Gold haben oder als Loot haben und du kommst nicht dran, weil du von der nicht richtigen Seite angegriffen hast. Okay, wir haben aber eh mehr Elex gebraucht als Gold. Jetzt haben wir unsere Queen in der Selbstzündung gehabt und jetzt geht sie auch kaputt. Naja, okay. Eieieiei. Alles klar. Ich baue den nochmal nach, glaube ich. Mit 2 Mauerbrecher ist zu wenig. Da brauchen wir ein paar mehr. So, dann haben wir 8. Alles klar, 2,20, hier hatten wir auch nur 2,19. Okay, da hatten wir auch nur 2,19, 2,20. Ja, es dauert halt noch ein bisschen. Ah ne, ich kann hier einen Zauber schon mehr bauen. Ich kann ja schon einen Zauber mehr bauen, hier sehe ich gerade. Und dann, stimmt, wir hatten ja die Fabrik hier schon hoch. Ah ja, okay, die Fabrik haben wir schon hoch. Also 5 Zauber ist schon mal am Start. Und jetzt kann ich hier neu fordern. Loonsgift machen wir nicht, wir machen Bodengift. Da ändert sich ja nichts, glaube ich. Das bleibt ja erstmal so, naja. Also wie gesagt, ihr habt ja gesehen, es verändert, oder es ist nicht immer das Gleiche hier auch bei den Dörfern hier. Jeder macht es unterschiedlich, ob im Tag oder wie hier im Nachtdorf. Jeder ist da anders. Ich mexe immer gerne durch. Ich weiß nicht, wie ihr das immer gerne haltet, aber endlich habe ich auch meine Liga hier. Seit Tagen, war schon ein paar Tage nicht auf dem Account. Habt ihr, glaube ich, auch gesehen. Und auch mein letzter Angriff ist ein paar Tage her gewesen. Attack Lock. Da habe ich, glaube ich, nur gedroppt, beziehungsweise ich habe hier nur ein bisschen Pass gespielt. Pass ist auch noch so eine Sache, muss ich auch noch weitermachen. 3 Tage haben wir noch Zeit, aber das werde ich in jedem Fall hinbekommen, dass wir noch ein Heldenbuch bekommen. Und das, was ich auch ganz gerne mache, Hammer of Building.
und einen Helden haben wir gleich hinterher. Wunderbar. Das muss erstmal fertig sein hier. Könnte man ein Unibuch nehmen, ne? Aber vielleicht ein Unibuch für was anderes. Helden Level 40 oder sowas. Mal gucken, was mir da so einfällt. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht ganz so eintönig für euch. Ich weiß, ich habe mal wieder ein Dorf hochgelevelt, aber nicht langweilig. Also auch mir wird nicht langweilig. Ich erfinde das Rad zwar nicht immer neu, aber ich erfinde das Rad ab und zu mal anders. Und aber dennoch hat man ja so ein bisschen, ja, man hat doch so ein bisschen seine Schablone. Auch ich habe hier meine. Und aber die heißt erstmal Truppen machen. Angriff ist die beste Verteidigung. Mehr Videos, mehr Livestreams. Ich bedanke mich, habt ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Flasht.